Hallo, ich bin Aliki und komme aus Griechenland. Ich werde meine Erfahrungen während der Theo-Learning-Woche mit euch teilen. In einem Satz, es war eine der besten Wochen meines Lebens. Stellt euch vor, eine Woche mit Gleichaltrigen aus der ganzen Welt zu verbringen, vereint durch die Leidenschaft für die Naturwissenschaften und die gleiche Hoffnung, an einer großartigen Universität zu studieren, die sie inspirieren und unterstützen wird. Wir sind diese Leute. Wir kamen einander fremd in Darmstadt an, aber der Empfang war herzlich und wir wurden sehr schnell zu einer großen Gruppe von Freunden. Während des Programms hatten wir Zugang zu exzellenter Studienberatung, sowohl von Experten als auch von Studenten. Wir nahmen an sehr interessanten Workshops teil, die uns die Möglichkeit gaben, Satelliten in einer Simulation zu kontrollieren, die Funktionsweise von Sensoren zu verstehen, Anwendungen von Ethik im Bereich der Medizin zu beobachten und auch mehr über künstliche Intelligenz und ihre Anwendungen in der Medizin zu erfahren. Am interessantesten waren für mich die Workshops im Bereich Medizintechnik und speziell die Präsentation eines Kleidungsstücks mit integrierten Sensoren. Außerdem besuchten wir Vorträge verschiedener Fakultäten der Universität und nämlich Ethik, Informatik, Biologie, Maschinenbau, Bau- und Umweltingenieurwissenschaften und Mathematik. Wir bekamen auch einen Vorgeschmack, wie sich Wissen in die Produktion übertragen lässt. Die Universität schlägt durch Hub 31 eine Brücke zwischen Produktion und Wirtschaft und gibt Studenten die Möglichkeit, innovative Ideen, wunderbare Einrichtungen mit Besprechungsräumen, Büros und modernen Labors einzusetzen. Ich persönlich liebe Roboter. Daher bereitete mir meine Begegnung mit dem Vierbeiner von Energy Robotics große Freude. Außerdem haben wir bei der Etta-Fabrik gesehen, wie systematische Forschung Produktionsverfahren im Hinblick auf den Energieverbrauch verbessert. Diese intensive Informationsbeschaffung wird mit entspannten Momenten und dem Knüpfen neuer Freundschaften kombiniert. Die Kreise öffnen. I love it. Am ersten Tag markierten wir alle unser Herkunftsland auf einer Karte mit dem Titel Collect Moments, Not Things. Und das ist genau passiert. Ich habe unglaubliche Erfahrungen mit neuen Freunden aus der ganzen Welt gesammelt, die mich mein ganzes Leben lang begleiten werden. Die Theo-Learning-Woche war so ausschlaggebend für mein Studium und meinen Beruf, sodass ich darauf warte, wieder so harmonisch mit Menschen bzw. Kollegen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Vielen Dank, Theo 9, vielen Dank, Darmstadt, auf Wiedersehen.